Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Fahrt im Train Simulator bei stockfinsterer Nacht auf der Moselstrecke mit einem Güterzug Baureihe 189. Ihr habt den Anfang quasi verpasst, weil ich bin halt jetzt wirklich 7 Minuten am Rotsignal gestanden und habe mich gefragt, warum es hier nicht weitergeht. Ich habe dann schon kurzzeitig überlegt, in die andere Richtung zu fahren, weil da halt überall auf der freien Strecke einfach grün war, also grün Fahrt, freie Fahrt und so weiter. Aber jetzt hat es doch mal irgendwie nach 6-7 Minuten ist das jetzt erst grün geworden, das Hauptsignal hier. Fand ich ein bisschen schräg, deswegen habe ich den Anfang jetzt einfach mal weggeworfen. Das ist der letzte Teil eines Güterzug-Szenarios. Ich glaube, das erste hatte ich eh schon mal und das mittlere habe ich jetzt einfach übersprungen. Das hat mir jetzt irgendwie spontan nicht zugesagt. Und ich wollte jetzt auch unbedingt mal mit der dynamischen Beleuchtung bei Nacht fahren. Jetzt hier auch mit der Führerstandsbeleuchtung. Hauptscheinwerfer haben wir an. Naja, okay, passt alles. Gut. Schwierigkeitsgrad ist, glaube ich, so ungefähr mittel. Also man hat ein paar gelbe Balken gehabt. Schauen wir mal, dass wir das hier irgendwie halbwegs vernünftig über die Bühne bringen. So, ich vermute mal, dass hier vorne direkt ein Gleiswechsel stattfindet. Und danach, schätze mal, können wir Gas geben. Ist ein relativ langer Güterzug, werdet ihr gleich sehen. Doppeltraktion haben wir hier am Start. Und ihr seht schon, das Ding ist ordentlich lang. Und auch natürlich dementsprechend schwer aufgrund der hohen Masse. Geschwindigkeitsüberschreitung? Das glaube ich nicht, Tim. So, ein bisschen mehr Gas darf ich geben. Ich muss halt nur zusehen, dass der Zug über die ganze Weiche kommt und dann darf ich erst beschleunigen. Ich habe auch kein Briefing bekommen, keine Info bekommen, ob ich irgendwie eine Höchstgeschwindigkeit habe mit dem Zug. Ja, Signalhorn funktioniert. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Ja, und ich hoffe mal, dass es nicht zu finster ist. Aber ich denke mal, also das mit der dynamischen Beleuchtung, wie gesagt, das wollte ich jetzt unbedingt nochmal getestet haben, auch in der Aufnahme. Und ich habe ja hier auch diesen Vorschau-Monitor laufen. Also es geht schon. Also da, wo die Beleuchtung hinfunzelt, das sieht man schon ganz gut. Und naja, also ich finde es einigermaßen atmosphärisch. Da könnt ihr mir gerne nochmal eure Meinung da lassen. Weil neulich hatten ja auch ein paar Leute gesagt, dass man sieht halt kaum was. Und da war allerdings auch die dynamische Beleuchtung nicht angeschaltet. Und auch sonst die Grafik wirklich ziemlich weit runter gedreht. Deswegen, ich hoffe mal, dass es hier besser ist. So, ja, dann würde ich mal sagen, Zug ist auf jeden Fall komplett jetzt hier auf diesem Gleis. Dann geben wir mal ein bisschen Gas. Ansonsten hätte ich natürlich, also wenn es zu dunkel ist, dann hätte ich halt noch die Möglichkeit, die Helligkeit einfach in den Einstellungen noch ein bisschen hochzudrehen. Aber ich fände es auch nicht schlimm, wenn es halt dann nur noch Tagfahrten gäbe, wenn das gar nicht gut ankommt, wenn ihr sagt, nee, das ist echt, man sieht halt einfach nichts. Und so unterhaltsam ist, denke ich, quasi dann auch nicht. Passt schon, lass mal gut sein, fahren wir nur noch bei Tag, ist auch kein Problem. Da habe ich kein seelisches Problem damit. Gefällt mir generell auch besser Tagfahrten, klar, dann sieht man einfach was von der Landschaft und von der Strecke. Aber es hat schon seinen Reiz. Also jetzt gerade auch, wenn man dann ab und zu mal durch so einen erleuchteten Bereich durchfährt. Und die Bahnhöfe. Und hier sieht man ja auch relativ viel hier. Nicht wenige Lichtquellen. Ich finde es nicht so verkehrt. So. Das ist schon brutal. Wenn man da leicht anbremst, ne, habt ihr ja gerade gesehen, dann schlägt mir schon irgendwie die Nase platt vorne an dem Führerpult. Aber es ist natürlich jetzt auch schwierige Witterungsverhältnisse. In dem Regen verhält sich der Zug nicht unbedingt besser.
dann noch dazu einen mehreren hundert schweren Tonnen, mehrere hundert schwere Tonnen Güterzug. Macht die Sache nicht einfacher. Also mal schön behutsam das Ganze. Und eigentlich hat er, auch der Fahrdienstleiter, der werte Kollege, mal gesagt, im Güterzug ist die Lokbremse angebrachter. Deswegen bleibe ich jetzt mal bei der Lokbremse. Auch wenn diese Physik wahrscheinlich nicht so wirklich umgesetzt ist in diesem Spiel, aber ich mache es einfach trotzdem mal. Jetzt dürften wir sogar 90. Dann machen wir das auch. Sand nachhelfen für die Traktion. Man sieht auch richtig schön, wenn man den Geschwindigkeitsanzeiger links unten ein bisschen im Blick hat, wenn er wieder richtig Traktion bekommt. Wenn er Grip hat, das sieht man dann richtig, wenn es ein bisschen hochschnellt. Das finde ich schon ganz cool umgesetzt. Das ist nicht schlecht. So, dann dürfen wir gleich nochmal 10 km/h schwimmen, oder? Ein Fernlicht wäre natürlich auch cool, aber ich glaube, sowas gibt es generell nicht, oder? Das ist einfach nur an-aus. Mehr Optionen habe ich da nicht. Wäre aber lässig. Ja, eigentlich wirklich eine nette Lok. Also ich finde die nicht so verkehrt, aber nee, da fehlt halt das Entscheidende, einfach die Zugsicherung. Die ist einfach nicht vorhanden. So, jetzt will ich es mal nicht übertreiben. Ja, wobei ein bisschen was geht noch, aber ich muss natürlich im Blick haben, dass da vorne dann wieder Tempo 90 ist. Ich vermute mal, aufgrund der Tatsache, dass es zumindest ein mittelschweres Szenario ist, da wird schon auch noch irgendwas Unvorhergesehenes, Außerplanmäßiges kommen. Das schätze ich einfach mal. Schön. Bildchen einfangen hier. Das sieht aber nicht schlecht aus hier. So, dann so langsam, sicher ein bisschen runterbremsen. Also ja, wahrscheinlich erst dort, wo halt das Ankündigungsschild kommt. Aber ich glaube, ich bin eh schon dran vorbei. Naja, da bin ich schon dran vorbei. Okay, mal versuchen, ganz sanft anzubremsen hier. Ah, das ist ja wunderbar, okay. Also das mit der Lokbremse ist nicht so verkehrt. Ah, nee, Moment, der hat sich das Spiel umgeschalten. Dann scheint mir aber die Zugbremse doch irgendwie ein bisschen geeigneter zu sein. Aber da fehlt mir auch einfach noch die Übung. Mit Güterverkehr, da fehlt mir noch ein bisschen Übung. Ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Kilometer, okay. Ist überschaubar. Minuten ungefähr waren eigentlich angesetzt, kann ich mir fast nicht vorstellen. Also da muss ja noch irgendwas Mieses passieren. Mal abgesehen davon, dass ich halt wirklich 6-7 Minuten an dem blöden Signal rumstehen musste. Das zählt dann natürlich auch mit rein. Aber irgendwas wird schon noch kommen. Okay.
Okay, das passt. So, jetzt sind wir eh gleich im 110er Bereich. So. Ein bisschen Stoff, ein bisschen Sand reinkippen. Ach, das ist doch schick hier mit den beleuchteten Häusern, mit der Straße rechts, die ist ja auch schön ausgeleuchtet. Ich behaupte mal, das passt schon so mit den Nachtfahrten. Gar nicht so einfach hier auf Tempo zu kommen bei den Witterungsverhältnissen. Und mit dem Gewicht am Haken. So, recht viel mehr beschleunigen brauche ich glaube ich gar nicht, weil sonst gehen einfach die Räder durch. So, passt das schon. Was ein Schietwetter, ganz ehrlich. Ja, aber wenigstens liegt kein Schnee. So, und da klingelt's Telefon. Kleiner Cut an der Stelle. So, es war die Fahrdienstleiterin, sozusagen. Okay. So, wo befinden wir uns denn? Aha, Portal. So, jetzt sehe ich jetzt den Nachladeruckler. Nee, aber weiß das jemand? Irgendwer weiß es bestimmt. Oder diese Portale, ich vermute mal, das sind halt eben genau die Übergänge zwischen den einzelnen Kartenbereichen, oder? Das würde ja Sinn ergeben. Hier wieder einer, die soll ja ungefähr ein Quadratkilometer groß sein, also ich würde mal vermuten, das kommt schon hin. Wieder was gelernt. An der Stelle. So, ich bin viel zu langsam. Ja, und endlich kann ich diese Moselstrecke auch mal genießen. Also das war ja bislang wirklich kein Spaß, einfach mit dem Geruckel und dann mit den miesen Grafikeinstellungen. Selbst wenn es jetzt eine finstere Nacht ist, schon fast, obwohl es erst 19 Uhr ist, aber... Also bei Tags werde ich den natürlich auch nochmal fahren, aber jetzt... Also selbst in der Nacht präsentiert sich das schon wirklich gut, also da kann man jetzt mal nicht meckern. Nicht so verkehrt. Und ich habe ja echt schon kurzzeitig überlegt, war das jetzt... Das war doch vielleicht jetzt wirklich ein Fehlkauf. Also wenn die Strecke so mies performt, aber ich revidiere mein Urteil. Sieht gut aus. Ein paar mehr Szenarien muss ich mir da unbedingt noch besorgen. Also es gibt ja wirklich nur diverse Fahrten mit dieser Lokomotive hier. Und dann gibt es halt diesen Dieseltriebwagen noch, die BR 692 oder was das war, oder 926, ich kann es mir nicht merken. Eins von beiden wird wohl zutreffen. Aber da hätte ich einfach gern noch ein bisschen mehr Auswahl für die Strecke. Ja, aber das ist halt immer relativ schwierig einfach. Und was auch wirklich schade ist für die V200, ich kann da nichts Passendes finden im Workshop. Also wenn da jemand vielleicht mal einen Link für mich hat, das wäre schon grandios. Da hätte ich gerne auch nochmal ein Szenario oder zwei. Aber da finde ich, bislang habe ich gar nichts gefunden, ehrlich gesagt.
Also nichts Passendes. Eins, meine ich, war dabei, mit das vielversprechend aussah, aber halt wirklich mit viel, viel, viel Payware. Und ich also will jetzt nur, um dieses eine Szenario zu bekommen, nicht noch irgendwie 50 Euro ausgeben müssen. Also das muss dann auch nicht sein. Ja, man muss sich halt wirklich immer gut überlegen, für was man Geld ausgibt. Damit das dann auch irgendwie letztlich einen Mehrwert hat. Eine Strecke habe ich gerade noch im Auge, die kostet auch außerhalb von einem Sale gar nicht so viel. Das war, glaube ich, oh, ich habe schon wieder vergessen, Siegen, Hagen, Hagen, Siegen, irgendwie sowas in der Richtung. Kostet 8-9 Euro und wenn die im Sale auftaucht, für einen Fünfer halt knapp, also das lohnt sich halt schon. Und da ist auch noch Rollmaterial dabei, da ist, glaube ich, die Baureihe 151 noch dabei, noch irgendwas, was ich noch nicht habe, also die würde sich dann schon lohnen. Und bei der Strecke, da kann ich mir auch überlegen, also wenn ich es gar nicht aushalte, dann kann ich mir die auch für 8-9 Euro gönnen. Also das ist im Rahmen, finde ich, das ist akzeptabel. Ach, jetzt habe ich auf einmal eine SIFA, habt ihr gesehen? Jetzt ist die SIFA angegangen, das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Was ist denn jetzt los? Oder liegt das doch an der Strecke? Kann das wahr sein? Ihr habt das doch auch gesehen, oder? Jetzt ist gerade die SIFA angegangen. Das verstehe, wer will. Wirklich merkwürdig. So, ein bisschen konzentrieren hier, Mr. Dampf. Wie weit haben wir es denn eigentlich noch? Oh ja, fast da. Also jetzt heißt es, schau genau. Augen auf, Ohren auf. Sieh mal einer an. Okay, Langsamfahrt erwarten. Stetige mal. Viel hilft viel. Okay, so langsam muss ich nicht fahren. Naja, wobei, ich habe einen Güterzug. Ja, lieber ein bisschen vorsichtiger jetzt an der Stelle. Weil auch wenn mir jetzt nicht klar ist, ob das mit der PZB hier funktioniert, aber die haben ja normalerweise, also Güterzüge haben ja einen anderen Modus. Personenzüge können da mit 85 in der Überwachung fahren, glaube ich. Und bei Güterzügen gibt es dann nochmal zwei verschiedene Sorten quasi. Schwer und mittelschwer oder so ähnlich. Einmal, ich glaube, die 45 km/h oder das, ich glaube, dann gibt es auch eins mit 55. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe mir das schon gemerkt. Bestätigt. Okay, Rot halt erwarten und hier ab dem Hauptsignal auch noch mit Langsamfahrt weiter. Das Ganze müssen wir natürlich auch bestätigen. Oh, bin dezent zu schnell. So. Koblenz-Mosel, Güterbahnhof 403. Ja genau, da müssen wir hin. Wir sind fast da. Und das ist auch der Endhaltepunkt, oder? Ja, sonst keine Aufträge in der Liste. Dann frage ich mich schon, wieso hier 45 Minuten anberaumt waren. Also ich habe jetzt die Aufnahme ja gesplittet, jetzt weiß ich nicht, wie lang das Video gesamt ist, aber das war jetzt keine Dreiviertelstunde. Never ever. Und die ersten Minuten bin ich ja eher an dem Rothalt rumgegammelt. So, das schaut doch ganz gut aus. Oh, schön. Das kann sich schon sehen lassen hier.
Umgebung und der Beleuchtung. Auch die Regeneffekte, ja, das sieht man wahrscheinlich in dem Video nicht. YouTube dreht ja auch die Bitrate einfach nochmal ordentlich runter. Ich nehme natürlich mit Maximum auf, aber was dann letztlich bei YouTube ankommt, ist dann leider Gottes nur noch ein Bruchteil dessen. Ja, dann schauen wir, dass wir den da vorne geschmeidig vor dem Rotsignal zum Stehen bekommen. Dann glaube ich, war das nicht so verkehrt. Okay, gut, gut. Die Lokbremse wirkt doch ganz schön. So, da wären wir. Dann läuft unten der rote Balken noch durch und dann haben wir das Szenario auch hinter uns gebracht. Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Mitfahren, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch beim nächsten Mal einfach wieder ein, wenn es weitergeht auf irgendeiner Strecke mit irgendeiner Lokomotive in irgendeinem Szenario. Macht's gut, lasst euch nicht ärgern, bis zum nächsten Mal.